teile einmal den Bildschirm. So, ja, danke Gabriel, dass du heute da bist. Super spannendes Thema zum Thema Power BI und AI. Ich glaube, es war schon lang gehegter Wunsch aus der User Group, dass wir da entsprechend irgendwie auch mal was tun, gerade Richtung AI. Das ist ja doch so ein Thema, was leider relativ selten bisher vorkam. Ja, so normalerweise würde man ja ein Gastgeschenk überreichen. Geht aktuell ja eben so nicht. Und bisher haben wir uns immer in Köln getroffen, dann konnte man noch gemeinsam Pizza essen, auch schwierig. Deswegen haben wir mit einigen anderen User Groups ja so das Agreement geschlossen, dass wir versuchen, den CO2-Ausstoß ein bisschen zu mindern oder eher zu kompensieren. Gerade so ein Meetup über Teams verbraucht ja tatsächlich relativ viel. Von daher, ja, du lachst. Gerade passend zu dem Thema Hochwasser. Deswegen spenden wir immer regelmäßig einen Baum für jedes Meetup. Diese Baumurkunde würde ich dir dann gleich auch im Nachgang einmal zuschicken. Der wow. Baum läuft dann wirklich auf dich, ist relativ weit von dir gepflanzt. Das ist hinter Hamburg bei Bad Segeberg, ist Hohenaspe. Du hast auch die Koordinaten von der Fläche, wo dieser Baum halt eben steht. Die kannst du irgendwann dann mal besuchen. Vielleicht nicht mit dem Diesel hochfahren. Ne? Das ist ja sozusagen alles dahin. Ja, von daher vielen, vielen Dank und ich freue mich und würde dir die Baumurkunde gleich mal zukommen lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank dir, Philipp. Das ist wirklich ein tolles Geschenk. Da freue ich mich sehr darüber. Und die Umwelt verdankt es auch. Cool, danke schön. Danke dir für die Einladung. Und ich weiß nicht, vielleicht hättest du mir am Ende erst geben sollen, weil ich weiß nicht, wenn der Vortrag ganz schlimm wird, dann, na gut, dann ist zumindest nichts Schlimmes passiert. Genau, dann haben wir halt einen Baum gespendet. Genau, gut. Gut, wolltest du noch was sagen oder sollen wir? Nee, soweit bin ich dann durch und dann würde ich gerne einfach an dich übergeben. Super, dann würde ich mal ganz kurz meinen Bildschirm auch teilen. Dann nur ganz kurz noch eine Bestätigung geben, wenn ihr was sehen könnt. Ja, klappt. Wobei super. Jetzt haben wir den Präsenter. Wir brauchen den anderen Modus. Jo. Genau, dann ich würde vielleicht noch ganz kurz was zu mir sagen. Mein Name ist Gabriel Werner. Ich bin Cloud Solution Architect für die Themen Data und AI bei Microsoft in München. Und heute soll es also um zwei Themen eigentlich gehen, und zwar um Azure Machine Learning und Power BI. Und ich möchte versuchen, diese beiden Welten zu vereinen. Das Ganze habe ich mir vorgestellt, dass wir viel, auch anhand eines Beispiels machen, weil es sollte ja keine Folienschlacht werden. Und genau, aber leider komme ich ohne Folien nicht ganz aus. Also kleiner Spoiler schon mal vorweg. 20 oder 24 Folien, glaube ich, habe ich mitgebracht, aber ich versuche da ganz schnell durchzugehen, weil ich weiß, dass euch die Praxis interessiert. Ganz kurz, ups, eine Folie zu weit. Wieso macht es überhaupt Sinn, dass man Machine Learning in der Cloud, also ein bisschen Werbung vielleicht auch für die Microsoft Azure Cloud, wieso macht es überhaupt Sinn, dass man das in der Cloud macht? Es hat neben den technischen Aspekten gibt es auch wirtschaftliche Aspekte, die da eine Rolle spielen, und zwar ganz einfach, wenn man das alles auf On-Premises macht, dann muss man halt hier, ja genau, man hat halt einen entsprechenden Workload, der ist mal hoch, mal niedrig, aber man muss auch immer für diese Peaks 100% der Capacity bereitstellen, und in der Cloud kann man das alles halt hoch und runter skalieren und hat dann dadurch, kann man sich dann Geld, also bares Geld sparen. Das Thema AI oder ML auf Azure ist relativ breit. Ich finde, man kann das so in drei Säulen unterteilen. Und heute werden wir uns insbesondere hier diese mittlere Säule angucken, also Plattform as a Service.
also Machine Learning auf einer Plattform as a Service. Ich möchte der Vollständigkeit halber trotzdem einen kurzen Überblick geben, weil wenn wir hier jetzt im Call auch Data Scientisten vielleicht haben, die sagen, mit diesen Plattformdiensten kann ich gar nichts anfangen, dann sei gesagt, man kann auch wirklich sich nur eine Data Science Virtual Machine provisionieren auf Azure und dann da sich eben ums Betriebssystem, um die Middleware, Runtime Data und die Application selber kümmern. Man kann auch, wenn man sagt, ich bin eher der Citizen Developer, ich habe mit Data Science gar nicht so viel am Hut, dann kann man auch das andere Extrem sozusagen, Software as a Service, das sind also, da gibt es insbesondere die Cognitive Services, Azure Cognitive Services, ist also eine Palette, eine Produktpalette, eine Bibliothek an Services, die fertig trainiert sind, die es out of the box gibt, die man also nicht mehr erstmal sich mühselig antrainieren muss, sondern die kann man einfach als API konsumieren. Und es gibt eben hier in der Mitte mit Azure Machine Learning auch ein Plattform-as-a-Service, wo man halt also so eine Mittelwelt zwischen diesen beiden hat. Man kann die eigenen Modelle trainieren, man kann auch fertige Modelle nehmen, aber man muss sich eben hier nicht mehr um die zugrunde liegende Hardware-Infrastruktur, also wie zum Beispiel Virtualisierung, Server, Storage, Networking kümmern, weil das wird eben von Microsoft übernommen. Gut, so viel zur Übersicht. Ich würde jetzt anfangen, ein bisschen was über Machine Learning zu sagen und dann hangeln wir uns langsam hin zum Reporting dann in Power BI. Und deswegen, ich würde mal vielleicht anfangen damit, wie sieht denn eigentlich Machine Learning, wie sieht denn so ein End-to-End-Prozess klassischerweise aus und wie kann Azure Machine Learning diesen Prozess verbessern. Also im klassischen, als klassische Data Scientisten oder Data Engineers kann man sich vorstellen, hier, man fängt hier links an und man muss hier manuell die Daten aufbereinigen. Man muss sich dann hier eben ein Experiment zusammenbauen. Man muss sich für eine IDE entscheiden. Man muss die Modelle trainieren und testen und dann ein fertiges Modell am Ende registrieren und ein Image bilden und das dann vielleicht auf AKS oder auf irgendeiner Container-Instance bereitstellen. Und das Ganze muss eben manuell auch orchestriert werden. So, das ist so der klassische End-to-End-Prozess, also von Data bis hin zum fertigen Bereitstellen eines fertig trainierten Produkts. Und das Model Management mit Azure Machine Learning sieht anders aus. Wir denken hier nicht in so einen linearen Prozess von links nach rechts, sondern das ist eher ein Kreislauf. Also sprich, wenn ich jetzt ein Modell fertig trainiert habe, fertig registriert habe, fertig, mein Telefon, Entschuldigung, dann hört die Arbeit hier nicht auf, weil ich, sobald dann mein Modell dann eben in Produktion ist, ich bekomme ja in Produktion neue Daten von, jetzt aber eine Sekunde, Flugmodus, so. Ich bekomme dann neue Daten von meinen Kunden, die ich dann wieder in der Version 2 eben nutze, um das Modell wieder weiter zu trainieren und meine Accuracy zu verbessern. Und das Ganze, und deswegen ist das Ganze eigentlich hier ein Kreislauf. Also Daten aufbereiten, trainieren, Modelle registrieren, deployen, monitoren und dann fängt es wieder von vorne an. Dann mit den neuen Daten, die ich bekomme, fängt der Zyklus wieder von vorne an. Und so werden wir uns heute auch durch den Vortrag heute durchhangeln. Also wir gucken uns hier an, so, das war so der typische App-Developer, der vielleicht hier mit Azure DevOps versucht, sich ein Machine Learning-Modell zu bauen. Und wie kann man das vereinfachen mit Power BI und wie kann man das vereinfachen mit Azure Machine Learning? Und da würde ich jetzt vielleicht gleich mal einsteigen in die Demo. Also wir überlegen uns so einen App-Developer, wie würde der vielleicht bisher mit seinen Kollegen zusammenarbeiten. Der würde sich halt vielleicht hier so ein GitHub-Repo zusammenbauen und dann fängt jeder an, halt auf seiner lokalen Maschine
seinen Code zu schreiben und der wird halt dann vielleicht in das Repo gepusht. Und da fehlt halt, genau, da macht halt jeder immer so sein eigenes Süppchen und am Ende gibt es halt einen Main Branch. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie könnten wir diese Kollaborationsplattform auf mit Azure verbessern. Dafür habe ich jetzt hier mal ein Workspace, ein Azure Machine Learning Workspace mir vorbereitet. Also man kann sich diesen Workspace ganz einfach hier über diesen Create-Button in die jeweilige Ressourcengruppe holen, also Machine Learning. Und dann, zack, habe ich hier das Studio und dann erschaffe ich mir das hier. Und dann habe ich das drin, das habe ich jetzt schon vorbereitet. Und dann geht man hier auf Launch Studio. Und dann hat man hier eine Plattform, in der man als Data Scientist und Data Engineer eben zusammenarbeiten kann. Und ich kann jetzt hier auch in dieser Ressourcengruppe, kann ich jetzt hier auch hingehen über, also es hat eine ganz normale Azure Active Directory Integration. Also ich kann hier jetzt sagen, gut, ich lade hier meine Kollegen ein, dann greifen die alle auf diesen gleichen Notebooks hinzu. Ich habe hier beispielsweise meine Jupyter Notebooks, wo ich hier eben, jetzt ist mein Cluster runtergefahren, aber es macht nichts, wo ich hier eben einfach meinen Code schreiben kann und es wird dann in und man kann das alles im Prinzip aus dem Browser machen. Man hat also eine Kollaborationsumgebung, wo sowohl der Code gespeichert ist, wo der Code auch versioniert wird und wo auch die Datensätze versioniert werden. Und damit hätten wir sozusagen schon mal diesen ersten Schritt einer Kollaborationsplattform abgeschlossen, und zwar mit Azure Machine Learning. Und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Teil. Und zwar, sobald ich ja diese Plattform gebaut habe oder provisioniert habe, geht es jetzt darum, ich möchte vielleicht auch Model Reproducibility bekommen. Das ist auch eine große Herausforderung im Bereich der ML-Operationalisierung. Und dafür gibt es ein sehr starkes Konzept und das nennt sich Azure Machine Learning Pipelines. Und was sind also Machine Learning Pipelines? Wenn wir uns wieder überlegen, wie sieht es klassisch in diesem End-to-End-Prozess aus, dann habe ich hier also ganz verschiedene Schritte von Data bis zum fertigen Modell. Dann fange ich also an, Daten hier zu normalisieren, zu transformieren, validieren, Featureization. Dann geht es darum, das Modell zu trainieren, also Hyperparameter-Tuning und so weiter. Also ich muss mich hier durch ganz, ganz viele verschiedene Schritte hangeln und möglicherweise passiert mir hier im Bereich des Model Testing ein Fehler. Keine Ahnung, ich schmeiße aus Versehen irgendeine Spalte aus meinem Training-Datensatz raus. Ich lösche die aus Versehen und müsste jetzt in dem klassischen End-to-End-Approach müsste ich also jetzt wieder von vorne anfangen und wir hier wieder hier diesen ganzen Prozess durchgehen. Und das kann ich eben jetzt mit Azure Machine Learning mit den Azure Machine Learning Pipelines kann ich sowas verhindern, weil ich hier immer solche, man kann das so als Safe-Button vorstellen. Also wenn ich sage, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht beim Model-Testing, dann gehe ich einfach wieder einen Schritt zurück und dann fange ich erst wieder hier beim Hyperparameter-Tuning an und kann dann eben weitermachen hier mit dem Deploy und Predict. Wenn ich dann zum Beispiel neue Daten habe, dann kann ich das Ganze auch wiederverwerten. Also zum Beispiel habe ich jetzt ein Regressionsproblem für das Problem A, dann kann ich Teile meines Codes für Problem B vielleicht auch wiederverwerten und dann könnte ich mir hier diesen ganzen Schritt hier sparen, wo es also darum geht, Modell aufzubauen und zu trainieren, sondern ich gehe direkt hier zum Deploy und Predict. Das Ganze hat verschiedene Vorteile. Auf der einen Seite haben wir natürlich das Thema Reusability abgedeckt. Also, wie ich ja schon vorhin sagte, man kann Code in verschiedenen Projekten wiederverwenden. Der zweite Vorteil ist Tracking und Versionierung.
Ich kann genau, es ist in vielen Industrien ist es nicht nur eine technologische Voraussetzung, sondern auch eine bürokratische Voraussetzung, dass sie zum Beispiel im FSI-Bereich sagt, die BaFin, wenn ihr so ein Machine Learning-Modell habt, müsst ihr auch erklären können, wie kommt denn dieses oder wie ist denn dieses Modell entstanden? Oder auch im Bereich, zum Beispiel, wenn wir an Pharma denken, wenn im Research-Bereich, wenn man zum Beispiel Studien macht, dann muss man auch zeigen können oder glaubwürdig zeigen können, wie es zu diesem Modell gekommen ist, welche einzelnen Schritte gab es. Man muss da viel Logging betreiben. Und das sind eben auch andere Vorteile, die ich eben mit diesen Azure Machine Learning Pipelines abdecken kann. Anderer Vorteil ist hier unattended runs. Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, so vielleicht so ein kleines Modell, wo es jetzt nur darum geht, Katzenbilder von Hundenbilder zu unterscheiden, das geht vielleicht noch ganz schnell. Aber wenn ich dann so ein super großes Modell habe, das dann halt nicht mehr in 5 Minuten durchgelaufen ist, sondern was halt dann hier stundenlang rechnet, dann kann ich einfach auch sagen, gut, mit den neuen Daten, die ich jetzt vielleicht den Tag über gesammelt habe, jeden Tag um 12 Uhr für den Trainingsschritt jetzt nochmal neu aus. Und dann morgens, wenn ich mich dann wieder einlogge, um 8 Uhr in der Früh, habe ich dann wieder meine neuen Ergebnisse vorliegen. Und man kann auch Compute-Möglichkeiten vermischen. Also ich sage mal, wenn jetzt hier Data Scientists zum Beispiel da sind, die was gerne mit im Bereich NVIDIA CUDA oder so machen, also Deep Learning, dann können die auf Grafikkarten zugreifen. Und jemand anders braucht vielleicht besonders viel RAM. Und da kann ich halt einfach mit einem Klick mir unterteilen, wie viel Compute Power benötige ich und dann eben hoch und runter skalieren. Dann würde ich sagen, gucken wir uns auch das mal im Portal an, wie das hier genau abläuft. Und zwar habe ich hier mal so eine Pipeline mir mal aufgesetzt. Und ich habe ja schon vielleicht eingangs erwähnt, dass es im Bereich von Machine Learning, so stand es in der Einladung ja drin, gibt es ja so diese Herausforderung, dass man sowohl die Citizen Developer abholen möchte, als auch die tiefen Data Scientisten. Und deswegen sagt Microsoft, gut, wir bieten jetzt auch für diese Pipelines hier verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann auf der einen Seite hier einen Code-First-Approach nutzen, also hier mit Python-Libraries, wo ich mir halt meine Schritte hier selber festlege. Dann kann man hier sich festlegen, okay, so sieht es mein Workspace aus. Und hier wird es eigentlich erst interessant hier. Creating a step in a pipeline. Da lege ich also fest, was habe ich hier für Input-Parameter. Da benötige ich halt hier zum Beispiel solche Sachen wie, okay, das Training-Skript, Compute-Target, also wie viel CPU soll denn jetzt dieser Schritt bekommen? Wo ist mein Quellverzeichnis? Und wenn ich dann diese Elemente eben angebe, dann habe ich so einen abgekapselten Pipeline-Schritt. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Hier spreche ich nur aktiv die Data Scientists an. Und deswegen würde ich jetzt euch gern auch nochmal die andere Seite zeigen, nämlich die Elemente in Azure Machine Learning, die sich eben an die Citizen Developer abdecken, weil ich das gesamte Spektrum sozusagen zeigen möchte. Und dafür gibt es zum Beispiel hier diesen Designer, den Azure Machine Learning Designer. Und der versucht, den Projektverlauf visuell darzustellen. Also ich fange hier oben an mit Automobile Price Data, die ich hier also an mein Modell übergebe. Und ich habe hier Drag and Drop Module, Assets heißen die, wo ich auch jetzt mein eigen, also wo es natürlich hier fertige Elemente gibt, die ich mir per Drag and Drop hier reinziehen kann, also Add Column, aber wo ich also auch meinen eigenen Code hier noch mit reinziehen kann, also zum Beispiel Execute Python Script und dann kann ich halt hier mein Python Script schreiben und dann würde ich das halt hier so verknüpfen. Und was ich damit sagen möchte ist, man kann auch über diese visuelle Möglichkeit den Projektverlauf oder die Projektpipeline unterteilen, um dann eben die bereits erwähnten
Vorteile zu erlangen. Und der beste Teil daran ist, dadurch, dass es eben so einfach ist, wenn ich jetzt hier, also hier mir so eine Pipeline wirklich von den Rohdaten über Training, dann kann ich auch bis hin zum Publish, gut, jetzt habe ich hier irgendwo einen Fehler drin. Vielleicht habe ich hier ein besseres Beispiel, wo kein Fehler drin ist. Nehmen wir mal den hier. Ich weiß nicht, ich hoffe jetzt mal, dass der braucht ein Compute-Target. Okay, ich habe kein Compute-Target drin. Dann kann ich über einen Klick dieses fertig trainierte Modell eben auch publizieren. Und dann bekomme ich hier einen Endpoint. Und diesen Endpoint kann ich dann, und das ist der Endpoint ist einfach nur hier ein REST-API-Call, den ich in meine Applikation integrieren kann und wo ich dann eben aus einer, weiß ich nicht, Android-App oder aus Power BI oder aus egal welcher Umgebung, solange die HTTP-Requests abschicken kann, kann ich dann hier eben dieses Modell in meine Applikation mit integrieren. Wir schauen es uns mit Power BI später auch gleich nochmal an. Aber genau, das ist natürlich nicht auf Power BI beschränkt. Und das ist eben so diese, und dann kümmert sich Azure Machine Learning im Hintergrund auch selbstständig um die Skalierung. Also wenn ich wenig Traffic auf diesen Endpoint bekomme, dann fährt der auch automatisch runter. Und wenn ich viel Traffic bekomme, dann skaliert, dann macht er hier parallele, also macht er mehrere Knoten und verteilt dann den Traffic auf mehrere Knoten und erspart mir am Ende bares Geld. Genau. Und damit habe ich also hier eine Kollaborationsplattform, wo ich die Reproduzierbarkeit von Modellen sicherstellen kann. So, der nächste Schritt in diesem klassischen Workflow ist jetzt also, sobald ich diese Kollaborationsplattform habe, jetzt habe ich auch Model Reproducibility, kann ich auch mir einen Haken dran machen. Wir haben uns angeguckt, okay, das gibt es sowohl für Code First als auch, wenn ich jetzt hier Citizen Developer bin, kann ich das auch mit Hilfe des Designers machen. Jetzt ist aber der nächste Schritt, gut, ist ja schön und gut, jetzt geht es aber darum, ich habe jetzt also diese Plattform, ich möchte jetzt mein Modell trainieren. Genau, und auch dafür gibt es Erleichterungen. Es gibt eine ganze Palette eigentlich an Services, die ich nutzen kann, um eben den Vorgang dieses oder den Training-Schritt mit Azure Machine Learning, wie ich mir den vereinfachen kann. Aber ich habe jetzt nur mal ein Feature mir rausgenommen, zum Beispiel AutoML. Und ich nehme jetzt da hier mal zum Beispiel dieses Beispiel. Also ist jetzt hier eine Regression, ein Regressionsproblem. Ich möchte zum Beispiel einen Algorithmus bauen, der mir vorhersagt, wie viel ist denn mein Auto wert? Und als Data Scientist müsste ich also jetzt hingehen und mir überlegen, okay, ich muss mir überlegen, welche Features nehme ich dazu. Ich nehme da vielleicht hier die Marke des Autos, ich nehme den Kilometerstand. Wann wurde dieses Auto gebaut? Also ich muss mir die richtigen Features aussuchen. Da muss ich mir überlegen, ah, okay, ist ein Regressionsproblem. Dann nehme ich hier vielleicht einen Gradient-Boosted-Algorithmus. Dann muss ich den Algorithmus auch erstmal implementieren. Sobald ich den implementiert habe, muss ich mir die entsprechenden Parameter selber zusammenwählen. Den Algorithmus tunen und bekommen dann möglicherweise ein Modell, was hier mit 30% Accuracy performt. Also es ist eine sehr schlechte Performance, also muss ich jetzt wieder hier zurückgehen. Also ein iterativer Prozess. Dann nehme ich mir vielleicht hier noch ein anderes Feature dazu, also hier den Zustand meines Gebrauchtwagens. Suche mir einen anderen Algorithmus hier aus, zum Beispiel hier Nearest Neighbor Algorithmus. Der hat auch wieder neue Parameter und ich bekomme jetzt vielleicht ein besseres Modell, was immer noch nicht gut performt, also 50%. Dann muss ich wieder zurückgehen und ihr seht schon, das ist also ein sehr zeitaufwendiger und iterativer Prozess, bis ich dann
eventuell mit ein bisschen Glück auch am Ende ein Modell gefunden habe, was hier vielleicht zu 95%iger Wahrscheinlichkeit mir den Wert des Autos korrekt vorhersagt. Und wie kann ich das jetzt mit Azure Machine Learning oder beziehungsweise mit AutoML, also einem Feature in Azure Machine Learning, wie kann ich das verbessern oder erleichtern? Und aus einer konzeptuellen Sicht funktioniert Azure Machine Learning so, dass es eine große Menge an Algorithmen gibt, die Microsoft schon bereits vorprogrammiert hat und wo es jetzt also nur noch darum geht, dass man den eigenen Datensatz aus Power BI beispielsweise, ich zeige es auch gleich, in Azure Machine Learning überführt und dann probiert AutoML hinter den Kulissen hunderte von Algorithmen automatisch selbstständig aus und gibt dann ein ML-Modell, spuckt dann am Ende ein ML-Modell raus, was eben dann die Zielmetrik, also zum Beispiel in dem Beispiel von dem Auto, halt die Zielmetrik wäre dann der Preis von dem Auto, am besten approximiert. Und deswegen ist es halt automatisiertes Machine Learning. Und automatisiertes Machine Learning gibt es derzeit in drei verschiedenen Kategorien, also für Klassifizierungsprobleme, für Regressionsprobleme und für Zeitreihenprognosen. Und die Liste ist auch gar nicht vollständig. Und vor allem, es gibt hier auch noch diese Ensemble-Algorithmen, die halt mehrere verschiedene Algorithmen dann noch verbinden. Also es ist aber nur mal so eine Übersicht an Algorithmen, die wirklich da unterstützt werden. Gut, und das so viel zur Theorie. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Ich würde es euch jetzt in der Praxis auch gerne nochmal zeigen. Und dafür habe ich hier mal so einen Datensatz vorbereitet. Wenn es Fragen gibt, dann, oder wenn ich zu schnell bin oder zu langsam, dann einfach gerne auch mich unterbrechen. Ich beobachte auch den Chat. Wenn ihr da Fragen habt oder so, schreibt sie da auch gerne rein. Genau. Ja. Genau, was ich jetzt hier habe, ist ein Datensatz. Hier, das ist ja einmal, sind halt verschiedene Leute drin. Der hier ist ein 57-jähriger Techniker, der ist verheiratet, hat die Highschool besucht. Und was ich am Ende hier vorhersagen möchte, ist jetzt nur mal ein Beispiel-Datensatz. Wie gesagt, dieses Auto-Beispiel würde da ganz ähnlich funktionieren. Aber hier möchte ich am Ende Yes oder No vorhersagen. Und zwar in diesem Datensatz geht es jetzt darum, hat jetzt diese Person sich, dieser Technician, der war hier zum Beispiel auch einer Werbekampagne ausgesetzt, einen Tag lang hier nur, der andere hier, der hier war hier 11 Tage dieser Kampagne ausgesetzt sozusagen und ich möchte jetzt hier vorhersagen, entscheidet sich diese Person für dieses Produkt, in dem Fall ist halt Bank-Marketing-Datensatz, also hier geht es um ein Finanzprodukt, entscheidet sich jetzt dieser 57-jährige Technician, hat er jetzt am Ende dieses Produkt gekauft oder nicht? Und ihr könnt euch vorstellen, das ist, wenn man das sowas gut vorhersagen kann, das ist sehr, sehr mächtig, weil wenn man versteht, welche Leute sich für dieses Produkt warum entscheiden können, dann kann ich also mein Marketingbudget auch viel besser auf diese Leute auslegen. Wenn ich jetzt hier sowieso einen Algorithmus habe, der mir vorhersagt, nee, der wird sich sowieso am Ende gar nicht dafür entscheiden, dann muss ich da auch gar nicht weiter hier so Marketing betreiben. So, aber das ist nur mal so der Use Case, nur mal so als Erklärung. Also wie funktioniert jetzt das mit Azure Machine Learning? Ich gehe hier auf dieses Auto ML und dann sage ich hier New Auto ML Run. Und jetzt kann ich hier, muss ich jetzt zunächst meinen Datensatz hochladen. Ich kann das aus lokalen Daten kann ich das hochladen. Also in dem Fall also diese Excel-File hier. Ich kann es auch mit einem Server verknüpfen, also hier from a Data Store. Es gibt auch eine Menge an Web-Files, also wenn es irgendwo im Internet eh schon parat ist, dann kann ich hier auch das dazu verknüpfen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt eh schon hochgeladen. Das ist hier diese Banking-CSV, die nehme ich einfach. Und dann muss ich hier ein Experiment mir überlegen.
gut, ich habe jetzt hier schon eine ganze Reihe an Experimente angelegt. Ich nehme also jetzt einfach nur mal das. Hier mein Experiment habe ich, also beim Experiment legt man halt so Sachen fest wie hier, wie groß soll mein Compute-Target sein und solche Sachen. Aber wichtig ist diese Target-Column, weil hier sage ich dem Algorithmus, was soll ich denn vorhersagen? Und wir erinnern uns, Y, also es war die ganz rechte Spalte, hier geht es darum, ja oder nein. Also das ist die Target-Column, das ist das, was ich vorhersagen möchte. Dann sage ich hier Next, dann muss ich mir hier einen dieser drei Algorithmentypen auswählen. Wir gucken uns das hier nochmal an, das ist hier Yes oder No. Also es ist eine binäre Klassifizierung, also Klassifizierung kann ich mir hier gleich auswählen. Dann sage ich einfach nur hier Finish. Und ich habe das, wie gesagt, jetzt schon vorhin gemacht, deswegen klicke ich jetzt nicht nochmal Finish. Ich zeige euch nur das Ergebnis. Und zwar hier ist das Ergebnis. Und was jetzt AutoML macht, ist, dass der jetzt hier ganz, ganz viele verschiedene Algorithmen ausprobiert hat und feingetuned hat. Und er hat dann hier in diesem Fall im Area Under the Curve, sagt er hier, okay, dieser Algorithmus hier, Voting Ensemble, approximiert sagt mir zu 94%iger Wahrscheinlichkeit, ob sich diese Person jetzt für dieses Finanzprodukt dann entschieden hat oder nicht. Also da kann ich das vorhersagen. So. Und dann kann ich das hier deployen. Also dieses Voting Ensemble kann ich jetzt hier deployen. Genau. Gut. Genau, und damit ist also sozusagen diese aufwendige Suche abgeschlossen. Das waren jetzt hier 5 Klicks und ich habe ein fertiges Machine Learning Modell. Also super mächtiges Tool. Genau. Gut, weiter im Text. Jetzt habe ich mein Modell gefunden. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Jetzt geht es darum, das Modell zu validieren. Jetzt habe ich hier gesagt, ah, okay, ich habe hier jetzt eine Area under the Curve, die also sagt hier 94%ige Wahrscheinlichkeit, dass meine Zielmetrik richtig approximiert wird. Aber ich bin jetzt in einem sehr regulierten Umfeld ansässig, in dem ich halt eben auch verstehen muss und validieren muss, wie kommt denn eigentlich dieser Machine Learning Algorithmus zu dem Ergebnis. Also weil ich, es ist vielleicht eine super kritische Anwendung, die ich da jetzt gerade versuche zu automatisieren. Wieso ist es überhaupt wichtig? Einmal Legal Requirements, okay, die sind offensichtlich, aber es geht hier auch um ethische Fragen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Amazon, die haben ein Machine Learning Modell gebaut, das Lebensläufe analysiert und dann vorhersagen soll, dieser Bewerber, nehme ich den jetzt oder nicht oder lehne ich den ab? Und was sie dann festgestellt haben, ist, der Algorithmus hat anscheinend hat sich da basierend auf diesen Trainingsdaten eben orientiert und der Algorithmus ist ja nur so gut wie die Trainingsdaten. Und was sie jetzt festgestellt haben in diesem Algorithmus danach war, wenn ich einfach nur das Geschlecht ändere und alle anderen Parameter in dem Lebenslauf gleich lasse, verändert sich am Ende der Score, der darüber entscheidet, ob die Person den Job bekommt oder nicht. Und offensichtlich soll ja das Geschlecht eben keine Aussage darüber treffen, ob eine Person genommen wird oder nicht. Und das ist so ein typischer Fehler, der passiert, wenn man eben Machine Learning Interpretability weglässt. Weil man vertraut dem Algorithmus und sagt, passt, der hat meine Trainingsdaten gut approximiert, auf dem Papier sieht alles gut aus. Wenn ich dann nochmal genauer hinschaue, stelle ich fest, mein Modell diskriminiert bestimmte Leute und macht Fehler. Und ich meine, in dem Fall ist es jetzt eine Diskriminierung, es kann aber auch im Finanzumfeld kann es viel, viel Geld kosten, wenn man eben sowas vergisst. Und deswegen ist es wichtig, ein Modell auch zu verstehen. Und es gibt da eine Reihe an, also eigentlich gibt es ja dieses Interpret ML Package, das wird also auch mitgeliefert.
Das kommt in verschiedenen Variationen. Es gibt hier die Blackbox Explainers. Also Blackbox ist, nutzt man dann, wenn man also zum Beispiel im Deep Learning, wenn man so viele Layer hat, wenn man also so viele Parameter und Knoten hat, dass man gar nicht mehr versteht, wie kommt eigentlich dieses Modell zu dem Ergebnis. Dann muss man da sich statistisch an die Sache ranhangeln. Anders sieht es aus, bei den, wenn man hier zum Beispiel lineare Modelle hat Regellisten oder Decision Trees oder so. Da ist es eigentlich kein Blackbox-Modell, aber da muss ich trotzdem verstehen, wieso habe ich folgende Entscheidungen eben getroffen. Und was ich damit sagen möchte, ist, dieses Interpret-ML-Package ist sehr, sehr breit gefächert. Wir können uns das nicht alles hier angucken, deswegen sei nur mal gesagt, es gibt da hier auch dieses, auch ein ganz spannendes Thema hier, dieses Diverse Counterfactual Explanations, auch ein super spannendes Thema. Hier geht es also darum, zu verstehen, zum Beispiel hat jetzt mein Algorithmus eben vorhergesagt, okay, Person X bekommt jetzt keinen Kredit und Person Y bekommt jetzt eben schon einen Kredit. Und ich möchte jetzt aber als Kunde natürlich wissen, was muss ich ändern, damit ich vielleicht den Kredit doch noch bekomme. Also und da geht es eben hier um diese Diverse Counterfactual Explanations. Also es ist auch das wird auch mit in diesem Interpret-ML-Package abgefrühstückt. Technisch ist es so, man muss hier einfach nur diesen Model Explainability Flag auf True setzen und dann wird der da eben in dieses Training integriert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige es euch einfach, wie es in der Praxis aussieht. Ich habe jetzt hier in diesem Beispiel, in diesem AutoML-Beispiel habe ich jetzt nur für den letzten Algorithmus, der am besten performt, habe ich dieses Explainability-Package noch mit dazu genommen. Und ich kann jetzt hier, wenn es fertig geladen hat, kann ich mir eben hier solche zum Beispiel verschiedene Diagramme dazu basteln, zum Beispiel hier ganz wichtig, zum Beispiel die Global Importance, gibt mir da Einblicke in die Sachen. Ich kann dieses Dashboard in Power BI exportieren und weiter bearbeiten. Aber was ich hier zum Beispiel in dieser Global Importance sehe, ist zum Beispiel, dass hier die Spalte Duration, also Duration, weil wir erinnern uns an die Trainingsdaten, war also wie lange war die Person dieser Kampagne, dieser einen Kampagne jetzt in dem Fall, hier waren es zwei Kampagnen, hier waren es vier Kampagnen und die Person war jetzt hier also 355 Tage vier Kampagnen ausgesetzt. Und scheinbar gibt es eine hohe Korrelation hier, also 0,8, zwischen der Länge der Kampagne und dem, also ob sich dann die Person eben am Ende für ein Produkt entschieden hat oder nicht. Also dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel sagen, Duration scheint also ein besonders wichtiger Parameter zu sein für meine Entscheidung. Dann könnte ich jetzt sagen, okay, die Werbekampagne war halt besonders effektiv. Und zum Beispiel hier das Alter korreliert relativ wenig. Dann könnte ich jetzt also sagen, meine Zielgruppe ist sehr heterogen. Sie sind sehr unterschiedlich, haben alle ein unterschiedliches Alter. Und dann kann ich mir eben hier auch solche Plots hier bauen. Also zum Beispiel kann ich jetzt hier das Alter gegen die Duration zum Beispiel plotten. Und dann sehe ich hier, okay, ungefähr hier die 30-Jährigen wurden besonders oft mit diesem, wobei es war eigentlich relativ gleich verteilt hier. Die 70-Jährigen, da irgendwann gibt es halt nicht mehr so viele Leute. Genau, aber solche Plots kann ich mir halt bauen und dann kann ich halt also besser verstehen, wie kommt eigentlich mein Modell zu diesen Ergebnissen. Gut, dann dann habe ich also mein Modell validiert. Jetzt geht es darum, mein Modell, was ich jetzt identifiziert habe, das möchte ich jetzt also auch deployen. Das habe ich ja jetzt schon auch am Rande so ein bisschen gesagt. Das kann ich euch auch in der Praxis ganz kurz nochmal zeigen. Also ich habe hier mit AutoML hier dieses Bank-Marketing-Thema hier. Und dann kann ich das hier einfach auswählen und, jetzt war ich zu schnell. Detail,
Nein, Entschuldigung. Dann wähle ich das aus, dann sage ich Deploy. Dann sage ich, okay, möchtest du es in eine Container-Instance deployen oder möchtest du es in einen Kubernetes-Service deployen? Und dann sage ich, okay, Container-Instance, my Container. Und dann sage ich Deploy und dann bekomme ich hier eben diesen Endpoint und den kann ich dann, diesen hier, und den kann ich dann eben in meine Applikation integrieren. Also einfacher kann es eigentlich nicht sein. Das sind also 5 Klicks. Gut. Dann geht es, jetzt auch der letzte Schritt, sobald ich mein Modell deployed habe, geht es dann also darum, dass ich auch sehen möchte, wie performt das Modell eigentlich in der Praxis. Und dafür gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier so verschiedene Signals and Sources, die man sich in Azure anschauen kann. Die gibt es einmal das höchste Level hier auf Tenant Level. Da kann ich mir halt solche Sachen angucken. Also ja, genau, da kann ich mir halt angucken, wer ist denn eigentlich auf meinem Tenant? Dann kann ich mir eine Subscription anschauen. Wie viele Subscription gibt es denn? Wie viele Kosten verursachen die verschiedenen Subscription? Dann kann ich mir auf Resource Level, kann ich mir auch sehr, sehr viele Telemetriedaten ausspucken lassen. Und hier wird es eigentlich dann insbesondere erst dann interessant, weil ich mir hier wirklich sehr granulär festlegen kann, Logs festlegen kann und eben Telemetriedaten. Weiß ich nicht, von welchen IPs bekommt der Endpoint am meisten Traffic? Wo kommen die her? Gibt es bestimmte Uhrzeiten, wo der Traffic besonders hoch ist, besonders niedrig ist? Wie verändert sich die Performance meines Machine Learning Algorithmus über Zeit? Gibt es da einen Data Drift oder so? Und da kann ich mir eben hier solche Dashboards zusammenbauen. Hier die Metriken hier. Und genau, hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, auf diesem ML Workspace hier sage ich hier, das ist mein Namespace. Und dann, was nehme ich mir für eine Metrik? Dann nehme ich hier Model Deploy Started beispielsweise. Und dann kann ich sehen hier, okay, hier mache ich mal hier meinen Area Chart über die letzten 30 Tage. Und dann kann ich sehen, okay, dann gab es hier, also jetzt vorhin gerade habe ich eben ein Modell deployed, dann kann ich das hier eben mir anschauen, dass es halt hier solche Peaks gibt. Und ich kann mir auch solche Alerts setzen, also dass ich zum Beispiel sage, oh, mein Modell ist, weiß ich nicht, offline oder die Performance meines Modells ist besonders schlecht oder weiß ich nicht, was man halt sich da überlegt. Und dann kann ich mir eben hier eine Condition also überlegen, also welchen Signaltypen wähle ich mir aus. Und dann kann ich mir hier auch so eine Action aussuchen. Also dann kann ich mir zum Beispiel eine E-Mail schicken lassen oder solche Sachen. Genau. Gut, dann würde ich das Ganze auch noch mal ganz kurz, wie können wir das jetzt verheiraten mit Power BI? Wir öffnen mal hier ein Power BI Dashboard. Oder gibt es jetzt erstmal hierzu noch Fragen? Ansonsten einfach dazwischen grätschen. Eine Frage war kurz im Chat, ob, glaube ich, oder beziehungsweise ob alle Merkmale aus dem Excel-Sheet in das Trainingmodell mit reinkommen. Ich glaube, du hast es aber aufgelöst in Form von zum Beispiel das Geschlecht darf nicht mit rein und das eben. Genau. Genau, sehr, sehr gute Frage. Genau, das darf nicht rein. Es kann natürlich passieren, dass es reinkommt. Und was ich jetzt fälschlicherweise und wenn man hier sich jetzt nochmal diese Explanation hier anguckt, was man jetzt also herausfinden könnte, ja, wenn die globale Importance, also ich gehe nochmal in diesen Dashboard Experience, wenn also die globale, angenommen, ich hätte hier irgendwo Geschlecht drin, Age hätte ich drin zum Beispiel. Ist gut, dass Age niedrig korreliert, weil es gibt ja auch Altersdiskriminierung.
Und in, okay, in dem Fall ist es keine Diskriminierung, sondern eine Werbung. Aber nehmen wir mal das Beispiel von diesem Lebenslaufanalyse. Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, Geschlecht korreliert sehr, sehr stark mit der Entscheidung darüber, ob etwas, ob jemand akzeptiert wird oder nicht, dann weiß ich, es ist schlecht, weil hier gibt es anscheinend eine Diskriminierung in meinen Trainingsmodellen und in meinen Trainingsdaten und mein Algorithmus hat diese Eigenschaften eben noch übernommen. Also diesen Bias hat der Algorithmus übernommen und den muss ich auflösen. Und wie kann ich das auflösen? Wenn ich hier eine AutoML-Run auswähle, hier, ich habe jetzt hier wieder diese Bank-Marketing-Daten, dann kann ich in einem Schritt hier, jetzt war ich, glaube ich, einmal zu schnell, oder? Nein. Dann kann ich in diesen Daten, ich mache mal hier nochmal kurz weiter, Target Column Y, Cluster, so, Featurization Settings, genau, hier. Dann kann ich hier jetzt sagen, okay, ich will jetzt Age nicht nutzen als, der soll das gar nicht auswählen für den Training. Oder ich, und genau, und so kann ich solche Sachen halt steuern. Natürlich, die Target Column muss natürlich drin sein, weil basierend auf dieser Target Column lernt er dann natürlich. Und so kann ich solche Sachen so ein bisschen steuern. Genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, ich habe gerade gesehen, die Person, die die Frage gestellt hat, ist nicht mehr da, aber... Ah, okay, schade. Von daher würde ich sagen, ja, sie ist beantwortet. Gut, ganz kurz noch zu Power BI. Wir nehmen uns jetzt mal wieder dieses Bank-Marketing-Daten und machen und legen die hier in diesen Power BI-Desktop. Importieren wir die rein. Gut, die hier brauchen wir. So, load. Jetzt dauert es eine Sekunde, hoffentlich nicht zu lang. So, wo ist er jetzt? Ups, sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe die Daten geladen und ich wollte sie eigentlich noch transformieren. Das war der wichtige Teil. Und jetzt lädt mein Power BI. So, jetzt zweiter Versuch. So, dann wähle ich die hier aus, Transform. Jetzt bekomme ich meinen Power Query Editor auf meinem anderen Bildschirm.
Und jetzt gibt es hier oben, also ich sehe, hier sind wieder ganz normal meine Daten, die habt ihr ja in der Excel auch schon gesehen. Jetzt gibt es hier oben diesen Bereich hier Azure Machine Learning. Und da muss ich mich dann erstmal einloggen, dass mein Power BI Desktop halt Zugriff in meine Azure-Ressourcen hat. Und dann kann ich hier sehen, diese Modelle, die ich hier, diese Endpoints, ich habe ja hier, hier diesen Endpoint, habe ich ja schon bereits exposed, also publiziert. Und den sehe ich jetzt hier auch wieder. Also das ist hier dieser Bank Marketing Fixed Deposit. Und dann sage ich hier, okay. Und dann fügt er mir hier noch eine zweite Spalte hinzu. Und die kommt hier aus diesem Azure Machine Learning Bank Marketing Fixed Deposit. Und dann sage ich hier, okay, hier ist Y, also das sind sozusagen die richtigen Werte, also die, wofür sich dann die Person dann am Ende gegen dieses Produkt entschieden hat. Und hier ist also die Vorhersage von meinem Machine Learning Modell. Und ich sehe hier, also hier hat er überall richtig vorhergesagt. Hier hat sich eine Person dafür entschieden. Jetzt hat er hier falsch vorhergesagt. Hier hat er auch falsch vorhergesagt. Hier hat er richtig vorhergesagt. Und so kann ich mich also hier durch die Ergebnisse durchhangeln. Hier kann ich also sehen, wie der Algorithmus performt hat. Und dann kann ich sagen, okay, passt. Und jetzt baue ich mir hier halt ganz klassisch meine Dashboards zusammen. Jetzt kann ich mir hier halt einen Graphen zusammenbauen, zum Beispiel um zu schauen, wo hat denn der Algorithmus schlecht performt oder wo hat er denn gut performt? Und so kann ich halt auch ein paar mehr Einblicke sozusagen in meinen Datensatz reinbekommen. Und wenn der das jetzt mal hier endlich geladen hat, dann kann ich mir da hier eben solche Line-Charts wieder zusammenbasteln. Schrecklich. Hat das gerade an die Excel-Datei einfach hinten mit dran gehängt, das Ergebnis? Also der hat erkannt, diese Excel-Datei habe ich auch im Training verwendet, oder? Nein, das Training hat, der hat es in, also der hat es jetzt an Azure geschickt. Also okay. diese Excel hat er jetzt nach Azure geschickt, hat dann da, also Zeile für Zeile und hat dann für jede Zeile eine Prediction rausbekommen. Wir haben ja am Anfang gesagt, es ist ein Klassifizierungsproblem. Deswegen hat er dann am Ende also Yes oder No als Prediction rausbekommen und die hat er dann eben als zusätzliche Zelle dann am Ende von der originalen Excel-Datei noch hinzugefügt. Okay, genau. Also ähnlich wie bei Cognitive Services in Power BI. Genau. Also was jetzt hinter den Szenen passiert ist, dass dieser Endpoint hier eben so viele Requests hier bekommen hat. Und zwar hat er hier insgesamt hier 32.000 Requests bekommen und hat für jede einzelne von diesen Leuten hier eine Vorhersage getroffen. Und natürlich, das ist jetzt nicht ganz, also muss man schon sagen, man hat jetzt auf den Trainingsdaten natürlich die Vorhersage wieder gemacht. Das darf man ja eigentlich nicht machen, weil basierend auf diese Daten hat er halt natürlich dann gelernt und da wissen wir ja auch schon den Outcome. Aber für neue Daten wäre das halt jetzt eben ganz analog gewesen. Genau. Und jetzt habe ich hier, also hier habe ich jetzt dieses hier drin, also dieses Azure ML Bank Marketing Train. Und das ist hier der richtige Score. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel plotten gegen das Alter. Und jetzt lege ich mal das hier rein. Und, na. Und das hier rein. Wenn er mich lässt. Will er nicht. Na.
Hier hat er jetzt zum Beispiel hier diese in hellblau, sieht man jetzt nicht auf der, auf diese, machen wir mal den hier wieder, das ist jetzt dunkelblau, Count of Y, machen wir weg. Und hier sehen wir halt hier die Kampagne beispielsweise, wir können jetzt hier die Age wieder dazu nehmen und den packen wir hier rein und die Kampagne machen wir raus. Und dann sehen wir hier, okay, das ist also meine, das ist meine Prediction und das hier ist meine originale Vorhersage. Und da kann ich sehen, okay, die schauen ja schon relativ gleich aus. So, und deswegen, wir haben hier also wie gesagt 94%ige Wahrscheinlichkeit. Also wenn die Linien gut übereinander lappen, dann passt es. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel hier 41.000 Leute. Eigentlich müsste man Count of Y, die halt dann Yes oder No sind, müsste man halt eben so filtern. Und solche zusätzlichen Analysen könnte man halt dann jetzt noch antreffen. Hier zählt ja natürlich nur, wie viele Y gibt es eigentlich und natürlich passt es auch genau übereinander. Deswegen müsste man da jetzt sagen, Count of Y nur derjenigen, die true sind. Und Count of Y nur, und hier auch diejenigen, die true sind, und den Wert müsste man dann vergleichen. Und die wären dann wahrscheinlich nicht komplett identisch. Genau. Aber ich glaube, es ist verständlich für den Teil. Genau. Gut, und damit möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit und selbstverständlich stehe ich für Fragen weiterhin zur Verfügung. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Gerne. Die Aufnahme.